Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu dem 10.18er Patch Rundown. Der vorletzte Patch for the Worlds ist nun da. Hierbei muss gesagt werden, dass dieser vergleichsweise klein ist und wirklich keine überragenden Änderungen beinhaltet. Dafür ist die Liste der Fehler ziemlich groß. Das bedeutet, wenn wir einen Blick auf die Gesamtübersicht werfen, werden wir feststellen, dass natürlich der Pro-Play-Aspekt ein Stück weit im Fokus liegt. Da gibt es noch so kleine Random-Faktoren wie Jarvan und nach wie vor haben ADCs einen hohen Stellenwert, möchte ich mal sagen. Wenn die letzten Leute gesehen hat, wird feststellen, dass ADCs an sich gerade sehr, sehr beliebt sind bzw. eine hohe Pickrate haben und entsprechenden Erfolg. Beginnen wollen wir heute aber mit Ahri, denn sie hat einige kleine Änderungen bekommen. Sie ist ja kompetitiv betrachtet mehr oder weniger unsichtbar und nun shiftet man einige ihrer Spells hin und her. Das bedeutet, die Passive von dem Q ist nun quasi auf der Passive selbst. Sie kann also nach wie vor Leben wiederherstellen, wenn sie viele Ziele mit ihren Spells trifft. Na, sobald sie die Zahl 9 erreicht hat, beginnt sie sich quasi selbst zu heilen mit dem nächsten Spell. Was auf einigen Pro-Sein, würde ich mal sagen, aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass es nun das Fuchsfeuer so ein Stück weit angepasst wird. Das heißt, es ist nun etwas Execute-lastiger. Mit Ahri und dem W zu Last Hit war gar nicht so einfach, weil das W ziemlich random war und ziemlich viel Shit gebaut hat. Gegen einzelne Ziele war es natürlich sehr, sehr gut, wenn man ins All-In gegangen ist. An sich zum Last Hit ist das aber schwierig. Das bedeutet, als Midlaner musst du in League of Legends sehr guten Wave Clear mitbringen, sonst funktioniert quasi gar nichts. Und hier machen sie es ihr nur ein bisschen einfacher, indem man sogar so einen kleinen Execute mit dabei hat. Schön, kommen wir nun zu Ashe. Ashe ist gerade ein unfassbar beliebter ADC. Eine sehr solide Eröffnung, gute Range, gute Laning Phase mit vergleichsweise viel Poke und ein gutes Scaling. Es ist schon seltsam, wenn man in der Lane sich wohlfühlt und im späteren Spielverlauf auch. Riot geht nun vorsichtig vor. Das bedeutet, sie nehmen erstmal 2 AD runter. Das Gesamtkit ist also quasi absolut unberührt und man schaut jetzt quasi, wie die Leute entsprechend darauf reagieren. Denkt daran, es sind die Worlds, also die sind kurz davor da zu sein. Das bedeutet, jetzt willst du natürlich einen Patch haben, der bereits sehr, sehr gut funktioniert, damit man auf dem 19, auf dem richtigen Worlds-Patch, nicht so sehr nachjustieren muss. Schön, kommen wir zu Galio. Auch hier eine kleine Änderung, er bekommt etwas weniger Wave Clear. Galio ist auch so ein Kandidat, der im Competitive Play definitiv gespielt wird. Das bedeutet, vor tausenden Jahren wurde er angepasst, bezogen auf die Ultimate, weil es zu viel Global Pressure hat. Okay, der Einfluss ist zu groß und hier hat man das Ganze natürlich im Blick. Das heißt, wenn man sehr viel Wave Clear hat, hat man die Möglichkeit zu roamen und damit natürlich die Karte unsicher zu machen. Was man sich ja bei Ahri erhofft, dass sie mehr Wave Clear hat oder besseren, damit sie die Karte untersucht. Und bei Galio ist das natürlich doppelt gefährlich, weil er mit der Ultimate um einiges schneller da ist als eine Syndra oder eine Ahri, die versucht, die Sidelines zu terrorisieren. Deswegen hier ein kleines bisschen weniger Wave Clear. Schön, kommen wir zu Jarvan. Jarvan kriegt einfach 10 mehr Damage mehr auf dem Q. Ganz stumpf, Jarvan ist kein seltener Gast. In der Prime League wird er ab und zu noch ausgepackt. Ich glaube, Agurin ist auch manchmal auf Jarvan Duty unterwegs. Das bedeutet, er erfüllt im frühen Spielverlauf eine absolut toxische, tödliche Rolle mit sehr viel Damage. Und im späteren Spielverlauf hat man die Möglichkeit, entweder weiterhin Damage zu gehen, um eine Bedrohung zu bleiben, oder zu sagen, hey, ich gehe Full Tank. Und hier ein bisschen mehr Base Damage drauf zu packen, tut beiden Varianten wohlgemerkt sehr gut. Schön, kommen wir nun zu Kayle. Kayle ist ein bisschen seltsam. Zum einen ist Kayle ein Top-Lane-Champion. Wer interessiert sich für Top-Lane, Riot Games? Wahrscheinlich nicht. Ne? Es ist immer noch eine Impact-Role in Anführungszeichen. Kayle bekommt jetzt nun ein paar Mana-Kosten-Shifts. Das bedeutet, sie verliert die Kosten auf dem E, na, und dadurch ist das Healing auf 130%. Beziehungsweise 130 Mana, Entschuldigung. 130 Mana ist wirklich sehr, sehr teuer, okay? Das sind massive Mana-Kosten und ich hasse es, wenn normale Spell-Kosten über 100 gehen. I hate it. Es ist halt wirklich nicht sehr schön. Die Rückerstattung ist da natürlich auch ein kleines bisschen deleted worden und ich selber kann zu dieser Änderung vergleichsweise wenig sagen. Ich spiele seltener Top-Lane und ich bin nicht so der Kayle-Main und hoffe natürlich, dass sie trotzdem Anklang findet. Sie hat ja ein ganz klares Konzept. Ähnlich wie Kassadin ist sie die Late-Game-Queen. Ich durfte sie bisher aber als Kommentator sehr, sehr selten sehen. Schön, kommen wir nun zu Kog'Maw. Kog'Maw ist ein bisschen schwierig, da er in zwei Welten schwebt. Man merkt, dass Riot sehr auf die ADCs bedacht sind. Also sie möchten eine große Variation auf der Botlane haben, okay? Wer vielleicht deren
Patchplan gesehen hat vor 2 Wochen, wird feststellen, dass sie natürlich wirklich einen ganz klaren Balancing-Plan haben, der natürlich gut strukturiert ist, wo unter anderem natürlich gegeben ist, dass bei den Worlds kein Champion 100% Presence haben soll, also 100% Pickbahn. Bei Kog'Maw ist die große Problematik, dass er in 2 Rollen drin ist. Er ist einerseits ein ADC, ein seltsamer und verkappter, worin sich natürlich Riot Games sehr große Mühe gibt, ihn irgendwie einzubringen. Und auf der anderen Seite ist er ein Midlaner. Das ist halt ewig Kog'Maw, ne? Das haben sie ja mit Absicht auch gebufft. Und nun steuern sie so ein ganz, ganz kleines bisschen gegen. Ich selber bin jetzt auch nicht so der übelste Freund von AP Kog'Maw. Er macht das Spiel jetzt nicht schnell. Er ist kein Roaming-Charakter, der ein bisschen Zunder reinbringt, sondern es ist einfach nur Wave Clear ab Level 6. Oh, ja, und was ist er dann? Danach ist er einfach AP Kog'Maw. Das ist ein bisschen knifflig. Oder ich persönlich finde es halt unattraktiv. Wer hingegen unfassbar attraktiv ist, ist die gute Miss Fortune. Das heißt, hier gibt es nochmal ordentliche Mini-Buffs, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite mehr Attack-Speed pro Level. Und natürlich ist auch der Landgang jetzt nur ein kleines bisschen schneller. Das ist okay. Das ist ihre große Stärke, das ist ihre einzige Mobilitätsform, okay? Man muss dazu sagen, dass MF versucht, wirklich Stress zu entgehen, bevor er entsteht. Na, sie hat halt wirklich viel Grund-Movement-Speed, ist in der ADC-Kategorie offensichtlich vertreten und man möchte sie als Option haben. Ob das Ganze funktioniert, ist so eine andere Sache. Grundsätzlich ist sie aber erstmal auf dem Radar. Als nächstes haben wir Rumble. Bei Rumble sagt man, bisschen mit Q-Damage, na, das ist auf höchster Stufe natürlich sehr, sehr viel und liest sich krass mit 340, aber es ist die volle Q-Duration, okay, das kriegt man jetzt nicht so häufig durch, außer du bist ein Minion, dann kriegt man das auf jeden Fall durch und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man das Ganze als Option wählt. Ich glaube nicht, dass Rumble sich Top-Lane im kompetitiven Play machen kann, da sind die Ganks doch ein kleines bisschen zu toxisch und es gibt Teams, die nun mal sehr Top-Lane-focused sind. Ich denke, Midlane könnte hier so ein Stück weit attraktiver sein, um entsprechend auch die Sidelane dann mit der Ultimate zu bearbeiten. Das Ding hat auch sehr, sehr viel Range und das Roaming lohnt sich da auf jeden Fall. Und in der Mitte ist aktiver Wave Clear, also der sogenannte Push, na, der ist sehr, sehr gut mit dem Flammenwerfer möglich. Kommen wir nun zu Set. Set hat ein komplexes Design, okay? Set ist ein Champion, wo man sagen muss, der. Er wurde jetzt, glaube ich, 10-mal genervt. Also es ist wirklich hintereinander. Er ist zu strong. Nun sagt Riot, okay, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel genervt. Wir machen jetzt noch einen letzten Schlag in die Phrase und passen aber parallel dazu eher sein Spielziel an. Das bedeutet, Zed war Toplane super stark. Dann wurde er sehr viel Jungle gespielt und dann Support. Das bedeutet, ihr merkt, er hat immer weniger Gold verdient und ist trotzdem noch gut. Okay? Man merkt, dass seine Base-Stats so gut sind, dass er auch ohne Gold klarkommt. Ich glaube, hier in den Patches war es genügsam. Ein sehr, sehr passendes Wort. Das bedeutet, nun shiftet man einige Scalings von ihm, von dem prozentualen Base-Wert, der wie gesagt goldunabhängig ist, zu AD, beziehungsweise zu Bonus-AD und teilweise Gesamt-AD. Ist, denke ich, der richtige Weg, um Set so ein kleines bisschen Einheit zu gebieten, aber irgendwann ist auch Schluss. Ich meine, der Junge ist cool, aber er wird halt nur genervt. Und hier ist es natürlich die AD-Anpassung. Das bedeutet, man treibt ihn in eine sehr, sehr aggressive Richtung, wo er lustig ist. Aber ich glaube, nicht fürs Team funktioniert. Gut, jetzt sehen wir mal Shen. Shen revertet man mehr oder weniger. Man hat seine Schildstärke verbessert. Jetzt nimmt man ihm das Ganze wieder weg. Jo, hat 3 Patches gedauert, ehe man das Ganze festgestellt hat. Das Ganze natürlich sehr, sehr stark ist. Und Shen, wie gesagt, ein Charakter, sehr stumpf, sehr einfach. Solo-Q auf dem Papier gut, weil du Sidelanes helfen kannst. Aber eigentlich eher aufs kompetitive Play aus, weil da ist natürlich die Kommunikation 100 Milliarden mal besser. Schön, jetzt sehen wir Shyvana. Bei Shyvana ist es so, dass sie quasi eher man kann schon fast also von Bugfix reden. Okay, das bedeutet, sie würde ja gerne AP gespielt, kann aber auch in der AD-Form sehr viel mit dem Flammenwerfer oder mit diesem Feuerball anrichten. Okay, das ist so der Hauptfokus in diesen Patch-Notes zumindest. Das bedeutet, der Feuerball hat ein Scaling gehabt, was den Radius angeht. Das wusste niemand bis dahin. Und Riot macht das jetzt nun so, dass sie sagen, okay, sie hat jetzt einen festen Radius. Es wird auch quasi das Zentrum gemessen, wenn die Hitbox genommen wird. Das bedeutet, dieser Flammenstoß wurde quasi gebufft. Okay, der Flammenwerfer bzw. der Feuerball ist jetzt nun durchschnittlich größer, hat jetzt einen festen Wert und errechnet das Zentrum der Champions. Außerdem wird nochmal der Damage an sich anders verrechnet. Das heißt, jede 0,5 Sekunden, wenn das Feuer schon mal da liegt, statt jede Sekunde. Der Schaden bleibt offensichtlich gleich, aber ich finde höhere Tickrate immer besser, wenn ich ehrlich bin. Außer jemand rennt mit Boneplating durch, dann ist es schlechter. Als nächstes kommen wir zu Twitch. Twitch auch. Offensichtlich ADC,
Wright will sich darum kümmern, Wright möchte eine Variation da unten, weil es eine Rolle ist, die deutlich versteifter ist als Mitte oder Top Lane oder Jungle. Na, deshalb hier auch die Kanalratte nun dabei. Wir haben jetzt ja Worlds, wo Yuumi am Start ist, wo natürlich viel innerhalb der Saison mit Soraka passiert ist. Also die Supporter, die einen wirklich sehr gut unterstützen können, sind natürlich mit Twitch sehr, sehr strong. Yuumi nochmal ganz speziell, weil sie mit unsichtbar wird. Er ist ein absoluter Hyper-Late-Game-Carry, aber sehr schwer im kompetitiven Bereich zu spielen. Du musst ja auch die Laning Phase überleben. Das bedeutet, er wird hier ein Stück weit gebufft. Er hat jetzt bessere AP-Verwertung auf dem E. Nett. Na, wenn du einen Baron hast, ist es auf jeden Fall worth. Das Wichtige ist allerdings die Ultimate. Die Ultimate hat ja eine Durchdringung. Und je mehr Ziele durchdrungen werden, desto schlechter ist sie. Okay, es macht einfach weniger Damage, weil es werden quasi Skillshots draus. Point and Click Skillshots. Also man kann seine Autotext flashen. Und die Besonderheit liegt nur darin, dass er, wenn er Ziele durchdringt, immer noch sehr viel Schaden macht. Bis zu 70% statt 40. Das ist ein sehr guter Wert. Und gut, und als allerletztes haben wir Xin Zhao. Er wird bezogen auf den W-Spell gebufft. Kriegt da ein kleines bisschen mehr Schaden drauf. Soll mehr oder weniger lediglich aufs Radar. Kompetitiv betrachtet ist er, glaube ich, ein bisschen zu stumpf, was manchmal ein Vorteil sein kann. Wir haben ja Set gesehen, der immer gut funktioniert, aber er hat lediglich andere Base-Stats gehabt als Xin Zhao. Xin Zhao ist schon sehr gerne mit einem Warrior, vielleicht sogar mit einem Trinity Force, wenn der Rich ist, dabei und nur mit einem Full-Tank-Build ist er nicht so effizient wie andere. Ist schon cool, dass Riot einen Blick drauf wirft. Er hat immer noch eine sehr unique Ultimate, wo ich gespannt bin, ob das Ganze gut eingesetzt werden kann. Schön, und abschließend haben wir noch den Bewahrer. Ich durfte es auch sehr häufig spielen, habe es getestet. Eine stumpfe Rune, super simpel, muss genervt werden. Das wurde jetzt auch so ein Stück weit getan, kann man auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil man hat auf jeden Fall ein paar Lanes oder Lane-Situations gehabt, die sehr toxic waren. Ne? Man erinnert sich an Sona Lux Botlane, das wurde teilweise mit Double Guardian gespielt, also doppelten Bewahrer, was einfach dumm ist. Also schlichtweg insane. Du hast da halt keinen Schaden gemacht im Early Game und im späteren Spielverlauf haben die dich einfach gnadenlos outscaled. Super, super grausam. Und den Abschluss bildet ja quasi eine gigantische Plasma-Megaliste von Bugs. Okay, ihr merkt es. Riot bereitet die Worlds vor. Das ist der Worlds-Vorbereitungs-Patch. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wir können uns an eine alte Situation erinnern, wo 2015 super viel geändert worden ist, was die Leute den Kopf hat schütteln lassen, wo sich denkt, Hilfe. Und es soll anscheinend auf dem 19er Patch gespielt werden. Das heißt, in 2 Wochen haben wir den finalen Patch für die Worlds. Und laut meinen aktuellen Informationen ist da Yawned disabled. Was mich traurig macht. Also Lilia ist auf jeden Fall dabei, Yawned anscheinend nicht. Aber vielleicht ändert sich das Ganze noch. Wie gesagt, das Jahr 2020 ist ja crazy. Ich würde ihn aber trotzdem sehr, sehr gerne sehen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich selbst bin zufrieden mit dem Patch, muss sagen. Riot ist vorsichtig, kümmert sich um ADC-Variationen, weil bei dem Rest müssten wir eigentlich genug haben und haben über die Season sehr viele Änderungen gemacht. Und man sieht es an dem Split, sowohl NA als auch EU. Da sind ein paar Champions vertreten, was jetzt so die pure Masse angeht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.